Ein Energy Drink aus Tirol. Mal gucken, wie er schmeckt. Willkommen bei der Food Show. Ihr habt's gesehen. Tiroler Energy. Tirol hat einen Energy Drink made in Austria oder made in Österreich. Ja, 250 Milliliter Dose mit 50 Kalorien auf 100 Milliliter. Ja, die Dose wurde mir zugesandt, oder besser gesagt die Dosen, mir wurden 6 Stück zugesandt, zum Probieren, weil der nette Herr ist noch nicht in Deutschland damit vertreten, der das vertreibt. Der ist momentan auch nur in Österreich verfügbar, außer über einen Online-Shop, da kommt er dann auch dran. Aber ja, der versucht es auch auf dem deutschen Markt und wollte es mal bekannter machen und hat darum ein paar Blogger kontaktiert. Ich war auch mit drunter, was mich auch freut. Ich probiere ja gerne neue Sachen aus. Ja, hier bin ich gespannt, ob es anders schmeckt als andere Energy Drinks, weil das ist für mich so ein wichtiges Argument. Es gibt ja so viele Energy Drinks am Markt und ich denke mal, ihr werdet auch schon einige trinken von ja, Red Bull und Rockstar und Schieß mich tot und die noch und die noch und die noch und die noch und die noch. Es gibt so viele Energy Drinks, da musst du natürlich dich unterscheiden auf dem Markt. Ja, ihr habt die Nahaufnahme gerade schon mal ganz grob gesehen. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück in diese Nahaufnahme, gucken uns jetzt nochmal kurz die Zutaten und Nährwerte für euch an und danach probieren wir ihn mal und hoffen mal, dass er anders schmeckt oder ob es nur einer von vielen ist. Wir schauen mal. Wir sehen uns, bis gleich. Und jetzt schauen wir uns den Energy Drink noch einmal kurz an. Ihr habt es ja in der Vorspann schon gesehen. Es hat diese typische Energy Drink Farbe. Also es wirkt, glaube ich, gerade ein bisschen dunkler, als es ist. Ja, so sieht die Dose einmal aus, Tirol Energy. Und jetzt seht ihr einmal die Zutaten und die Nährwerte. Hier unten habt ihr einmal die Zutaten. Ich versuche es ganz leicht zu drehen. Ja, und jetzt habt ihr das schon gesehen. Und jetzt probieren wir ihn mal und gucken mal, ob er sich wirklich unterscheidet von den anderen. Und wir sind wieder da und jetzt wird er probiert. Tirol Energy, oder hier seht man es auch nochmal. So rum ist vielleicht besser, wenn ich so rum mache. Ja, ja, wir probieren ihn. Mal gucken, wie er schmeckt. Die Farbe habt ihr ja gerade gesehen. Also es ist wirklich diese Standard-Energy-Farbe. Auch vom Geruch riecht es wie das aufgelöste Gummibärchen, was Red Bull bekannt gemacht hat, finde ich. Ja, und jetzt gucken wir mal vom Geschmack. Ja, leider einer von vielen. Schade. Der Geschmack kommt mir auch irgendwie sehr, sehr bekannt vor. Also es schmeckt jetzt nicht eklig, ist ein Energy Drink, schmeckt nach Energy Drink, kommt mir aber sehr, sehr, sehr bekannt vom Geschmack. Also wirklich so, das ist sehr süß, also die Süße merkst du sehr und die Säure auch hinten jetzt im Magen, hinten im Mund, im Rachen, aber unterscheidet sich leider nicht. Ich weiß nicht, ob die Zutaten Nährwerte viel besser sind, ich trinke nicht sehr viel Energy Drinks, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel besser ist, als der, was man kennt, aber das schmeckt fast wie ein Energy Drink, den wir sogar im Unternehmen bei uns haben. Also wirklich, wo ich sagen würde, das ist, den haben wir über so eine Promo-Firma. Kann man bei uns in der Firma auch so Energy Drinks bestellen. Da ist dann halt unser Logo von der Firma und alles drauf. Der schmeckt relativ ähnlich. Also ich finde ihn jetzt nicht herausstechend, leider. Ich würde es sonst gerne besser angeben, aber es ist für mich einer von vielen Energy Drinks, der jetzt nicht herausstricht. Darum kriegt er von mir auch nur 2,5 von 5 Punkten. Also genau die Mitte. Er ist gut. Er ist nicht schlecht, aber er sticht halt nicht raus. Ihr macht aber nichts falsch, wenn ihr ihn seht, wenn ihr mal in der Tanke oder irgendwo seid in der Nähe und ihr wollt gerade einen Energy Drink und ihr seht den, könnt ihr auch ruhig den nehmen. Geschmacklich wird er euch gefallen, wenn ihr diese Standard Energy Drink Geschmack mögt, der ein bisschen süßlicher ist. Sonst kein schlechter. Mehr kann ich dazu aber leider nicht sagen. Darum sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die ehrliche Meinung hat wieder gefallen. Darum Daumen nach oben, Glocke an, Abo hier, Abo da und gerne eins dabei in einer Videos schauen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos bei der Food Show. Ciao, euer Bob.